gerade eben so soll man das Make-up nicht machen. Nicht von oben ab, nein, von unten rauf, hat Frau Öhri gesagt. Nur ist der Mann kein Kosmetikprofessor. Er macht zwar Gesichtsmasken, aber für die Fasnacht. Eine so grosse Larve, die man auf die Schultern stellt, dass man den Kopf höher tragen kann für ein paar Tage. Er hat als Bildhauer eine Modellfigur aus Lehm gemacht. Das weiße Mousse, das er drauf tätscht, ist nicht Tages- oder Nachtcreme und auch nicht Nidle. Das ist Gips. Und weil es für die Fasnacht ist, dreht es den Bildhauer ganz dick auf, etwa 5 cm dick. Das gibt das Gipsmodell für die Larve. Wenn der Gipsmantel auf der Lehmfigur hart ist, nimmt man ihn weg. Das ist das Modell, wo man drin aus Papier und Kleister die Larve formt. Man lässt das Papier und den Leim trocknen und löst die Larve aus dem Gipsmodell. So, die Grosslarven wären fertig und schon mit weißer Deckfarbe grundiert. Basler spötteln gern. Ein Berner muss man schon an der Weihnacht kutzeln, dass er die an der Fasnacht gewiss auch lache. Dabei müssen sie sich auch lang zum Voraus Mühe geben, dass sie an der Fasnacht lachen können. Da wird trummelt und pfiffen, dichtet und gesungen, gemalt und kleistert, das dünkt ihm das ganze liebe Jahr lang. Es gibt einen Haufen Arbeit. Das Gipsmodell wird ausgelegt mit 3 Schichten Spezialpapier, mit Leim und Kleister. Basler sagen dem kaschieren. Hinter dieser Larve versteckt sich ein bekannter Basler Fasnächtler, der Sigi Schweizer von der Clique Alte Richtig. Unser Berner Kommentator hat wahrscheinlich Angst, er käme mit Spot zu Basel. Und darum hat er nicht gemerkt, dass wenn die Vorbereitungen zu Basel für die Fasnacht angefangen werden, noch lange nicht trommelt und pfiffen dürfen werden. Was hat die Frau für eine Rolle zu Basel an der Fasnacht? Früher war sie die Hauptperson an der Maskenball, wo ja nur die Frauen maskiert waren und die Männer sind im Smoking gekommen. Heute lehren Mädchen sowohl wie Buben nicht nur pfeifen, sondern sie lehren auch trommeln. Wenn sie nachher gross werden, stehen sie vor einem grossen Problem, denn praktisch alle unsere Basler Fasnachtsklicken nehmen nur Männer, sind reine Männergesellschaften. Und da haben nachher die Mädchen, die pfeifen gelernt haben oder trommeln, gelehrt haben, können nie mitmachen. Da haben sie jetzt in den letzten Jahren angefangen. Sie machen selber eigene Glicken, die ganz aus Frauen bestehen. Pfeifer, Trommler, Tambourmajor, alles zusammen besteht aus Mädchen und Frauen. Und sie amüsieren sich ebenso gut amüsieren wie wir Männer. Ich habe jetzt hier die Gelegenheit, Ihnen noch etwas anderes zu zeigen. Ich kann Ihnen die Frau Ruth Eidenbenz vorstellen, die Leiterin des Larven-Jury, die jetzt schon heftig an der Arbeit ist. Sie haben ja bei uns schon ein wenig gesehen, wie eine Larve entsteht. Zuerst, wie man ein Gipsmodell gemacht hat, wie man Larven dort kaschieren. Und jetzt kommen wir natürlich in die ganz wichtige Sache vom Larvenmalen. Das gibt der Larve erst das rechte Gesicht. Dazu brauchen wir Malerinnen, die etwas verstehen von ihrem Metier. Nicht nur Dilettanten, nein, dass wir also wirklich Künstlerinnen sind, die einen guten Sinn haben für die Farbe und auch für die Form. Ja, Sigi Schweizer, das hat mir ein Zürcher angegeben, dass Basler das ganze Jahr durch trommeln und pfeifen. Es sind keine Gartenhagen und Landstreicher, die darauf lospinseln. Das sind richtige Künstler und Künstlerinnen. Es braucht eine geschickte Hand und eine lange Erfahrung für einen guten Larvenmaler. Aber dafür kennt man den so jemanden auch in der ganzen Stadt. Wenn die Farbe drauf ist, braucht es nur noch Löcher für die Augen und das Maul und die Larven ist fertig. Da haben wir so einen Straubengring. Und da ein ganz grimmiger Wackis. Ja, gell, man hat es nicht leicht. Aber der Weltschmerz plagt das Töpfchen nicht und auch nicht den Peppi mit der Rüebli-Nase. Neben dieser super maximalen Wunderschabe sehen wir wieder jemanden rechts. Die Frau gibt den Larven oder letzte Pfiff und Schliff. Was wäre auch eine Maske ohne Hut und Haar? Gell, Mammeli, ein neckisches Hütchen macht elegant und jung. Es soll zwar Frauen geben, die nicht Fasnacht abwarten für einen verrückten Hut. Ein paar Löcher braucht es noch. Das
zum Schauen und Lafern. Vielleicht auch zum Schnaufen, wenn man dazu kommt. Man muss doch können blinzeln beim Intrigieren. Und wenn jemand schon Champagner zahlt, muss man das Öhrli zum Sucken an einen Ort reinstecken. Frau Elisabeth Thommen ist eine Bielerin, die schon lange in Basel wohnt. Die Bieler Fasnacht ist ja echt, aber ein Basler würde in diesem Dorffestli kaum Fasnacht sagen. Auf der anderen Seite, was wäre die Basler Fasnacht ohne Zürcher, Berner und Bieler und besonders ohne die Frauen? Frau Thommen sagt uns jetzt selber, wie eine Frau an der Fasnacht kann mithelfen. Ja, Frauen braucht man natürlich für alle möglichen Arbeiten vor der Fasnacht, hauptsächlich zum Kostümnähen. Dass man Frauen für Laternen malen braucht, ist weniger üblich. Schon nur, weil es eine ziemlich grosse körperliche Anstrengung ist. Wie beim Malen zum Beispiel über 40 Quadratmeter Leinwand. Die Laterne ist 3,30 Meter hoch und da muss man Leitern aufsteigen, Leitern absteigen und das Tage und also wochenlang so quasi. Jetzt für mich ist die Laternenmole eine sehr befriedigende Arbeit. Meine Klicken ist sehr angenehm, sie lässt mich machen, was ich will, sie redet mir nicht rein. Es gibt natürlich schon Klicken, die aus Prinzip einfach keine Frauen weiter dabei haben. Sie sagen, das ist eine Männersache, sie haben aber auch keine Pfeiferinnen, sie sind einfach ganz für sich. Ganz ohne Männer geht es doch nicht. Das ist die Junte von der Männerklicke, alte Richtung. Junte heisst eigentlich Schüpp oder Frauenrock. Auf Berndeutsch übersetzt wäre so eine Frauenreigen, also ein Gloschli-Verein. In dieser Junte gibt der Mann als Pfeifeninstruktor den Takt und den Ton an. Die Larve sitzt gut, aber der Text weniger. Man muss halt auch eine Schnitzelbank zuerst proben. Der Wein von Spanien, Reis-Chinesisch, vom Schwab der Fisch, der Schnaps Französisch, der Käse von Holland, Teier Dänisch und Schnitzelbank, bald Italienisch. Ist das die Helvetia mit den sieben Bundesräten oder die Schneewittli mit den sieben Zwergen? Da marschiert der Junten im Umzug mit. Die Frauen haben die Mühlen verbunden. So etwas hat ja Mengen immer Freude, aber es ist nicht so gemeint. Wir müssen uns fragen, wie lange können die Schweizer Frauen ihre Maulkratten noch als Fasnachtshüsche brauchen können.